Also aus England, Terry O'Connor. Dass beide häufig wieder mal mit den Füßen kollidieren. Linken und rechten Haken, doch hauptsächlich die linke, die er häufig cross schlägt, die er legt und trifft. Gregory gegen den WBO Interconti Champion Firat Ars. Diese beiden Titel, die Interconti Titel für den Kampf gegen den Weltmeister. Dominiert das Geschehen, diese linken Haken. Der Gewichtsklasse zwischen Halbschwer und Schwergewicht international nicht so an. Weil einiges einstecken müssen. Aber Boxer, die Gunk, wenn der häufiger trifft, besser trifft. Gute rechte gerade von Aslan. Bei einer Niederlage im Geschäft bleiben würde. Es geht nicht um seinen WBC Interconti-Titel. Herausforderung würde er als Sieger bekommen. O'Neill Bell. Sehr hohe Schlagfrequenz beim Russen. Und Sie sehen, er versucht außen immer wieder Richtung führt. Beide Boxer, zwei echte Kampfhähne, aber bislang sind sie mit den K in dieser zweiten Runde wie der ersten. Aber hier zum Abschluss haben wir Conny Mittermeier gesehen, den Trainer von Drost. Und Fritz Dunek, Michael Timm assistieren Conny Mittermeier. Bekannt werden soll, weil er ihn wegen des Kasperle-Kampfes gegen Henrik aufgerückt. Also da gibt es einiges zu reden, vor allem für den Sieger dieses Kampfes. Cruisergewichtler in dieser Gewichtsklasse, die bis 90,7 Kilo. Das Niveau hier auch häufig sehr hoch. Hier jetzt in dieser dritten Runde ein bisschen verändert. Er pendelt sehr. Sie, dann unterstützen Sie ihn. Und er trifft hier. Drost will mit diesem Pendeln versuchen, die Fäuste herunterzuziehen, weil er einfach gesehen hat, oben kommt er nicht gegen an, da kommt er nicht durch, da findet er höchstens über die Außenbahn ein Mittel, um ab. Und er kennt nur eine Richtung, wie er das angekündigt hat, eine Richtung, die ist nach vorne, die ist Richtung. Sehen Sie, so rückwärts steppen, tänzelnd hat man ihn bislang noch nicht gesehen in diesem Kampf. Einige Schreie dazwischen, der kann nicht mehr. Drost gemeint, der von Firat Aslan hier zur Verzweiflung gebracht wird. Da steckt er ein, erst. Da saß er plötzlich mal auf dem Hosenboden. Firat Aslan. Und zur Verzweiflung bringen. Er schlägt und schlägt und schlägt und dann merkt er, du hinterlässt ja gar keine Wirkung, der kommt ja immer weiter, der marschiert ja immer wieder hinter dir her, der drückt, der bringt dich in Bedrängnis. Und dann tut es auch noch weh, weil Firat Aslan die Schlag. Der Spitzname von Drost. Kampf. Dominiert, wird zwar auch häufig getroffen, aber sehen Sie mal, immer wieder zucken die Fäuste von Drost heraus und treffen nur die Deckung. Und dann ist genau das eingetreten, was Thorsten Schmitz vorher gesagt hat. Wenn er schlägt, dann sind da Löcher und die nutzt ihn. Riesenoptimismus in der Ecke bei Thorsten Schmitz, weil er in den letzten beiden, in der dritten und in der vierten Runde solche Treffer setzte, wie diese hier. Und den Russen Bedrängnis brachte. Der ist sicher der bessere Boxer, der klasse Boxer. Aber wie oft hat man gefangen, ist mit 27 erst Profi geworden. Ein Autodidakt bis zu diesem Kampf hier. Und er kennt einfach, eben festgenagelt am Seil. Und jetzt versucht er einfach nur noch im Rückwärtsgang wegzukommen. Wegzukommen vor diesen Schlägen, die von überall kommen. Wieder so ein Aufwärtshaken, links, rechts, kann sich gar nicht mehr wehren, weiß kein Mittel gegen diesen Schlaghagel, gegen dieses Feuerwerk.
den Interconti-Champion der WBO jetzt vor sich hertreibt. Der ist wehrlos, der ist hilflos, der muss alles nehmen. Und jede Faust beinahe schlägt ein. Er kann einfach nicht mehr ausweichen. Eine fürchterliche Linke, die ihm den Kopf wegreißt. Und dann pendelt er zurück nach unten. Und dann kommt gleich wieder so ein Aufwärtshaken von Firat Aslan. Terry O'Connor daneben ihn wieder in der Ecke stehen wird als Assistent, wenn Luan Krasniqi dort gegen Tony Thompson boxt. Krasniqi ist ja zurückgefallen in der Weltrangliste auf Platz 2, muss gewinnen, um nochmal eine WM-Chance zu bekommen. Auch ein Alles-oder-Nichts-Kampf, wie sein Freund, sein Kumpel Firat Aslan. Hier ist demonstriert von Terry O'Connor, dass er da dazwischen geht, dass er den Kampf abbricht. Denn Grigory Doss, dessen Moral unterminiert war, hatte keine Chance mehr, musste alles nehmen, was Firat Aslan ihm da auf Kopf und Körper schlug, konnte sich nicht mehr wehren. Sieger durch technischen K.O. also viel. Ausstöpfungen, Firat Aslan! Und in dieser Form hat Firat Aslan gegen O'Neill Bell wahrscheinlich auch eine Chance. Wie hat er vorhin gesagt?